Wie produziere ich eigentlich gute Filme? Videos, die sich Menschen gerne angucken. Mein Name ist Christopher Schacht und genau darum soll es jetzt gehen hier im Video-Workshop des YoungClip Awards und ich möchte dir einige grundlegende Punkte zur Filmgestaltung beibringen. Und eingangs würde ich gerne, weil ich Theologiestudent bin, meinen Systematik-Dozenten zitieren, der von der Bibel gesagt hat, alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich gewichtig. Alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich gewichtig. Und genau dieses Prinzip kannst du auch auf das Filmemachen übertragen. Einige Punkte haben richtig viel Einfluss, andere haben auch Einfluss, aber vielleicht doch nicht ganz so viel auf das Endresultat. Und weil das 6 verschiedene Punkte sind, die ich dir vorstellen möchte, werde ich das Video am besten in 2 Teile teilen. Dann hast du die ersten 3 im ersten Teil und die zweiten im zweiten. Und ich fange einfach mal von hinten an, um das ein bisschen spannender zu machen. Und wenn du dranbleibst, gibt es ganz am Ende vom zweiten Teil sogar noch einen Bonuspunkt. Aber hier schlittere ich schon gleich rein mit Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6 ist die Kamera. Eines der ersten Dinge, die Menschen tun, wenn sie mit YouTube und dergleichen anfangen, ist, sich eine hochwertige Kamera zu kaufen. In dem Glauben, dass das ihr Video ordentlich aufbessern würde. Dabei sind die meisten Handykameras heutzutage schon bei Weitem gut genug. Und wer nochmal so ein professionelleres Bild haben will, kann sich zum Beispiel so eine Lumix GX80, wie ich damals bei eBay holen, für 350 Euro. Da kann man auch mal Mama oder Papa fragen, ob die einem das vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken. Aber generell sind die Kameras in den Handys bereits ausreichend und es gibt wesentlich wichtigere Punkte, die für dein Bild entscheidend sind. So zum Beispiel Punkt Nummer 5. Und Punkt Nummer 5 ist die Nachbearbeitung. Ich zeig dir zum Beispiel, wie dieses Video, was du gerade siehst, aussieht ohne Nachbearbeitung. So. Und wieder mit. Und selbst wenn ich ein Handyvideo hätte, auf dem ich das jetzt aufnehmen würde, würde es mit Nachbearbeitung deutlich besser aussehen als auf dieser Kamera. Also Nachbearbeitung ist ein ziemlich wichtiger Punkt und trotzdem nur Punkt Nummer 5. Gehen wir also weiter zu Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 ist das Licht. Im Moment habe ich hier einige Lampen aufgestellt und ich zeige dir mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich diese Lampen ausschalte. So, das ist jetzt genau das gleiche Setting mit anderen Lichtverhältnissen. Jetzt habe ich einfach mal die Lichter ausgeschaltet und wie du wieder zu diesem Look hier kommen kannst, zeige ich dir in diesem einfachen Bild. Das ist nämlich eine sogenannte Dreipunktbeleuchtung und da gibt es ein Führungslicht, das bei mir hier platziert ist, wo die Hauptquelle des Lichtes sich befindet. Dann gibt es ein sogenanntes Fülllicht, was bei mir hier ist, was dann diese Schattenseite ein bisschen einfüllt. Und dann gibt es ein sogenanntes Spitzlicht, was dann meistens hinten direkt gegenüber von dem Führungslicht platziert ist und den Charakter, die Person nochmal ein bisschen hervorhebt vom Hintergrund. So, das sind jetzt die Belichtungspunkte gewesen. Sowas kostet gar nicht viel und das wertet dein Bild meistens noch sehr viel mehr auf, als zum Beispiel zu einer teuren Kamera zu greifen. Aber was meine Top 3 sind, das wirst du in dem nächsten Video erfahren. Also gleich einschalten.